Sie haben auch schon gesagt, das mit der Macht ist so eine Sache. Intellektuelle haben keine Macht, aber sie haben mehr oder minder großen Einfluss auf die öffentliche Meinung, zumal, aber auch auf die Klasse der Berufspolitiker, die man gerne auch die politische Klasse nennt. Sie haben Einfluss auf Präsidenten, Richter, Abgeordnete, Staatssekretäre und nicht zuletzt auf die Experten und Berater, zu denen sie bisweilen selbst gehören. Dabei kommt es auf viele Dinge an, die der Ausübung von Macht ähneln. Machttechniken wie taktisches Geschick, Rhetorik, Propaganda, Manipulation kultureller Hegemonie, überhaupt dieser Krieg um die kulturelle, Krieg und Kampf um die kulturelle Hegemonie und ähnliches. Man hat diese sanfte Form der Macht, Soft Power, wie die Soziologen sagen, auch Einfluss genannt. Und diese sanfte Form der Macht, die die Soziologen Einfluss nennen, Entschuldigung, die hat man auch als Diskursmacht bezeichnet. Der Autor, auf den dieser Begriff vor allem zurückgeht, ist natürlich Michel Foucault. Aber von der eigentlichen, der zu Recht hart genannten Macht, der Hard Power, unterscheidet sich die sanftere, aber deshalb nicht zwangsläufig wirkungslosere Diskursmacht durch zwei Dinge. Erstens fehlt ihr die Deckungsreserve der Gewalt, mit der der Polizist seiner freundlichen Aufforderung, den Platz zu räumen, unfreundlichen Nachdruck verleihen kann. Mao Zedong hatte recht, Macht ist das, was aus den Gewehrläufen kommt. Coercion works, schreibt der amerikanische Historiker Charles Tilly. Zwang wirkt, Zwang hat funktioniert. Außerdem ist die Diskursmacht zweitens, wie schon ihr Name sagt, eine im philosophischen oder logischen Sinn an eine diskursive Form gebunden. Also Diskurs heißt in diesem Falle eine logische Ableitung, eine logische Begründung. Das ist eben die Form der begründenden Rede. Wenn Frau Bachmann von der Tea Party Bewegung vor johlenden Anhängern behauptet, als zukünftige Präsidentin sei sie an die Verfassung gebunden und gleichzeitig bekennt, die Bibel verpflichte sie auch dann noch zum strikten Gehorsam ihrem Ehemann gegenüber, dann kann man sie fragen, ob beide Sätze logisch vereinbar sind, wenn sie eines Tages in die Lage käme, das Amt des Präsidenten wirklich auszuüben. Und das haben ihre Kritiker, sogar aus der eigenen Partei, die sie nämlich loswerden und durch andere Kandidaten ersetzen wollten, auch sofort getan und sie damit in erhebliche Schwierigkeiten gebracht. Der Philosoph Jürgen Habermas hat das einmal den eigentümlich zwanglosen Zwang des besseren Arguments genannt, der als gewaltloser Zwang auch noch eine so radikale Sprecherin der extremen Rechten wie Michelle Bachmann in ihre Schranken gewiesen hat. Auch wenn sie selber wenig mit Argumentationen eigentlich im Sinn hatte. Das Beispiel zeigt, dass die öffentliche Meinungsbildung, das Medium der Intellektuellen also immer auch ein Raum ist, in dem trotz Bildzeitung und Tea Party Argumente zählen, auch Argumente zählen. Natürlich geht es nicht nur und nicht und selten nur in erster Linie um Argumente. Dafür gibt es ja andere Einrichtungen wie Universitäten und solche Dinge. Nur in den Drang- und Sturmperioden, wie Marx einmal geschrieben hat, nur in den Drang- und Sturmperioden der großen Revolutionen vermischen sich die Rollen von Intellektuellen und Machthabern zur Ununterscheidbarkeit. Und Intellektuelle, die es bleiben, stürzen Ständeversammlungen wie der Abbé Joseph Sieyès in der Französischen Revolution, eine der zentralen Figuren dieser Revolution, der Verfassungstheoretiker, auch der Verfasser der Menschenrechteerklärung von 1789, führen intellektuelle Armeen in Bürgerkriege wie Leo Trotzki,
verfassen sie Unabhängigkeits- und Rechteerklärungen und beschaffen ihnen die nötigen Mehrheiten wie Sieyès oder Thomas Jefferson. Sie wüten im Wohlfahrtsausschuss wie Robespierre, ohne indes aufzuhören, die Welt immer wieder neu zu interpretieren und ihnen ihre bessere Moral vorzuhalten oder die Verfassungstheorie weiterzuentwickeln wie Sieyès. Wo sich die dramatischen Effekte überbieten, Menschen und Dinge in Feuerbrillanten gefasst scheinen und die Ekstase der Geist jedes Tages ist, hat Karl Marx einmal geschrieben, in der Revolution nämlich, dort kommt sogar die Kunst für Augenblicke an die Macht. Aber die Revolution, so Marx weiter, ist kurzlebig und hat bald ihren Höhepunkt erreicht. Dann ist es mit der allzu scheinhaften Herrschaft der Intellektuellen auch schon wieder vorbei und, ich zitiere Marx, ein langer Katzenjammer erfasst die Gesellschaft, ehe sie die Resultate ihrer Drang- und Sturmperiode nüchtern sich anzueignen lernt. Auf Jefferson und Madison folgt Jackson, auf Lenin, Stalin, auf Robespierre und Napoleon I., dessen Neffe Louis Bonaparte, auf die große Tragödie, die nicht minder blutige und oft viel schrecklichere Farce. Nur zu Beginn begünstigt die Revolution die Macht der Intellektuellen. Und wenn sie auf Dauer Machthaber werden, müssen sie bei Strafe ihres Untergangs das Spiel der Macht betreiben und die intellektuelle Rolle vergessen. Also insofern sind Macht und Intellektualität dann auch unvereinbar. Statt intervenierend entzweiender Polemik müssen sie sich auf den Gebrauch schneidender Instrumente und später dann aufs Memoirenschreiben verlegen, dem postintellektuellen Genre schlechthin. Die plötzliche Verwirrung der Rollen des Intellektuellen und des Machthabers in den großen Revolutionen hängt mit der Differenz der Revolutionären zur alltäglichen Politik eng zusammen. In den Revolutionen sind es nämlich die neuen Ideen, die Weichen künftiger Entwicklung stellen und vor allem Möglichkeiten versperren, die zuvor problemlos verfügbar waren. Nach der Revolution kann man nicht mehr zum König gehen. In den wenigen Augenblicken der Geschichte, in denen grundlegende Legitimationsverhältnisse umgewälzt werden, wird Intellektualismus zur politischen Option und die gewaltlose Idee zur materiellen Gewalt. Die Revolution ist die Stunde des allgemeinen Intellektuellen. Das ist ein Ausdruck von Sartre. Und der kommt natürlich noch aus einem Diskurs des 20. Jahrhunderts, in dem Intellektualität und öffentliche Intervention des Intellektuellen noch sehr eng mit dem Gedanken der Revolution verbunden war. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielte der Begriff der Revolution eine ganz fundamentale Rolle. Und man reflektierte seine eigene Lage immer in Bezug eigentlich auf zwei Revolutionen. Einmal auf die französische Revolution und zum anderen in Bezug auf die sozialistische Revolution, die einen als kommend ansahen, die anderen als schon vollzogen in der Sowjetunion, in der russischen Revolution. Also die Revolution spielt eine zentrale Rolle. In diesem Zusammenhang verwendet Marx diesen Begriff des allgemeinen Intellektuellen, allerdings verwendet Sartre diesen Begriff des allgemeinen Intellektuellen, allerdings in Bezug auf die verschiedensten Tätigkeiten der Intellektuellen. Aber entstammt sozusagen diesem durch den Revolutionsbegriff noch geprägten Zeitalter. Intellektuelle sind Leute, und so hat noch Sartre sie definiert, die, wie er schreibt, ihre Berühmtheit missbrauchen, also von ihrer akademischen oder schriftstellerischen Kompetenz öffentlichen Gebrauch machen, wie es schon Kant neutraler formuliert hatte und es auch den Intellektuellen empfohlen hatte. Kant hat diesen Gebrauch der Vernunft, nämlich den öffentlichen Gebrauch der Vernunft, freilich noch auf das, was er die Freiheit der Fehler genannt hat, noch auf die Freiheit der Fehler beschränkt wissen wollen, die zu seiner Zeit nur die wenigen Gebildeten zu nutzen wussten. Denn viele Leute konnten ja damals noch nicht schreiben und lesen, ja. Und damit hat er gleichzeitig dem dummen Mundwerk der vielen die Partizipation am öffentlichen Gebrauch der Vernunft verboten.
Erst die Massendemokratie des 20. Jahrhunderts hat die republikanische Freiheit des öffentlichen Lebens egalisiert, die verspäteten Privilegien der Bildung und der Profession im Laufe des Jahrhunderts und nach langen Kämpfen beseitigt und die Elite in eine schäbige Pension verwandelt, die jedem offen steht. Pension, Elite gibt es, glaube ich, in fast jeder Großstadt. Und das ist meistens nichts. Das Bürgertum taugt seitdem nur noch für intellektuelle Nostalgien. Und beim Stichwort Elite streitet sich die hochbezahlte Elite der Talkshow-Journalisten mit ihrem handverlesenen Publikum aus braun gebrannten Bankern und fitnessgestählten Jungunternehmern darüber, ob die weniger verdienenden Spitzenpolitiker oder die Spitzenbanker, die von allen am meisten verdienen, die neue Elite darstellen, sollten, ohne dass noch jemand daran dächte, das selbstreferenziell geschlossene elektronische System der Darstellung des Darstellens zu verlassen. Das allerdings wurde im Jahr 2008, nach der großen Beginn der großen Krise, mit der wir immer noch zu tun haben, im Jahr 2008, nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, da ging ein kurzer Schock durch diese Talkshow-Welt. Ich war damals gerade in Amerika und bin aber im Oktober wiedergekommen. Und da habe ich den Fernsehen angeschaltet und die Maischberger war das, glaube ich, reden hören. Und sie sagte, ja, also es war ungefähr dem Sinn gemäß so, an wen sollen wir uns denn jetzt noch halten, nachdem wir den Bankern auch nicht mehr glauben können. Ja, das war, und vorher war es eigentlich so, es herrschte eigentlich immer die generelle Stimmung Politiker-Mobbing und irgendwie kommt das Heil von den Banken. Das hat natürlich sehr viel mit einer intellektuellen Lehre zu tun, auf die ich noch zu sprechen kommen wäre, nämlich dem Neoliberalismus in den Wirtschaftswissenschaften. Auch wenn der öffentliche Gebrauch von Fachkompetenz und sei es nur, aber es war dann so 2008, nach einer kurzen Irritation war wieder alles wie vorher. Ja, und es ging wieder weiter wie vorher und es ist die Situation, in der wir heute auch noch sind. Auch wenn der öffentliche Gebrauch von Fachkompetenz und sei es nur der, besser schreiben zu können als die meisten, ihr besonderes Merkmal ist, die Intellektuellen haben in der Massendemokratie, und das ist eine unzweideutig erfreuliche Entwicklung, jedes Privileg des Besserwissenden oder des Geistes, wie man das früher in Deutschland mit einer gewissen Distinktion sagte, verloren. Auch der allgemeine Intellektuelle, den Sartre noch dem Spezialisten fürs Allgemeine genannt hat, ist damit von seinem Thron vertrieben und muss mit allwissenden Quizmastern wie Herrn Jauch oder zahlenschwingenden Experten um Einfluss nicht aufs, sondern im öffentlichen Leben der vielen streiten. Die Experten sind sogar der Macht besonders nahe und am liebsten würden sie die europäischen und globalen Exekutivspitzen mit ihnen und den Spitzenjournalisten allein das öffentliche Leben verwalten. Spätestens aber, wenn die Experten vor die laufenden Kameras treten oder wie heute üblich, öffentlich angegriffen werden oder gegen Gutachten konfrontiert sind, kein Gutachten ohne Gegengutachten, die andere Konjunkturdaten präsentieren und längere Laufzeiten berechnen, machen auch die Technokraten und Experten den von ihnen nicht mehr kontrollierbaren Schritt. Das ist entscheidend. Dann machen sie nämlich den von ihnen nicht mehr kontrollierbaren Schritt in die diffuse, allgemeine und verallgemeinernde Öffentlichkeit, in der kommunikative Macht spontan entsteht und wieder vergeht. Nämlich das, was mit ihren Worten dann in der Öffentlichkeit gemacht wird, das kann keiner mehr kontrollieren. Ja? Man ist nie Herr über das, was man gesagt hat und geschrieben hat. Ja? Also solange man es schreibt, ist man das. Aber in dem Moment, wo es veröffentlicht ist, macht die Öffentlichkeit daraus, was sie will. Ja, und das ist sozusagen das Moment der Verunsicherung, das zur Rolle des Intellektuellen insbesondere gehört, natürlich zu jeder theoretischen und wissenschaftlichen Tätigkeit auch gehört. Erst wenn ihre institutionelle Abschirmung zur allgemeinen Öffentlichkeit durchbrochen wird, wenn der Vortrag des
Gutachters oder das Papier des Bevölkerungsstatistikers öffentlich attackiert und zerrissen werden oder andere Experten den institutionell geschützten Rollenspieler öffentlich herausfordern, werden Berater, Gutachter, Experten zu Intellektuellen. Das sind diejenigen, die Michel Foucault spezielle Intellektuelle genannt hat, denen er eine glänzende Zukunft versprochen und die er zum postmodernen Nachfolger von Sartres allgemeinen Intellektuellen erklärt hatte. Auch Niklas Luhmann, der deutsche Soziologe, ist auf diese Linie eingeschwenkt und sieht die neue Aufgabe des Intellektuellen nicht mehr wie sein Lehrer, der amerikanische Soziologe Talcott Parsons, in der ideologischen Vermittlung der universellen Gehalte der Kultur mit dem Alltagsleben oder der Legitimation von Protestbewegungen. Also auch in der Soziologie gab es eine Definition des Intellektuellen als allgemeiner Intellektueller bei Parsons. Sondern Luhmann sieht sie in der Vermittlung und Verbreitung hochspezialisierten Expertenwissens, das an sachlichen Umweltrisiken und nicht mehr wie der allgemeine Intellektuelle an den sozialen Strukturen der Gesellschaft orientiert ist. Es geht nicht mehr um Gesellschaftstheorie, sondern es geht um Statistiken. Und in der Tat, das ist der typische grüne Intellektuelle, ja, die Böll-Stiftung. Der hochspezialisierte Wirtschaftswissenschaftler redet durch den Mensch, oder man kann ein gutes Beispiel jetzt die Occupy Wall Street Bewegung, ja, der hochspezialisierte Wirtschaftswissenschaftler, Nobelpreisträger und so weiter, ja, redet durch das menschliche Mikrofon verstärkt zu den Massen, die einen Teil Manhattans, wenn auch nicht die Wall Street, okkupiert haben. Nicht? Da kann man sehen, wie sich das sozusagen in die Öffentlichkeit vermittelt. Es gibt so eine schöne Szene, wo Sartre und ein schönes Foto, ich glaube sogar ein Film mit den Reden von denen, wo Sartre und Michel Foucault auf dem Auto stehen, Autodach stehen und zu streikenden Renault-Arbeitern sprechen. Da gab es einen Riesenstreik von Renault-Arbeitern in den 70er Jahren und Sartre und Foucault haben mit so Mikrofonen, Megafonen und so weiter zu denen geredet. Und da hatte man die beiden verschiedenen Rollen auch präsent. Ja? Der Foucault, der eigentlich aus seinem Selbstverständnis heraus der Spezialist für Machttechnik war, ja, hat zu den Arbeitern geredet als spezieller Intellektueller, während Sartre sozusagen noch in der klassischen Rolle des allgemeinen Intellektuellen geredet hat. Also das schließt sich auch nicht aus, diese beiden Rollenverständnisse. Die intellektuellen Rolle, auch die des speziellen Intellektuellen, lebt nämlich von ihrer Berührung mit der kommunikativen Macht der Straße. Ihr Lebenselement ist nicht das Büro, sondern der Journalismus, ihr Adressat nicht der Machthaber, dem sie einflüstern, wo es langgehen soll, sondern das allgemeine Publikum, in das sie plötzlich eintauchen oder von hinten und von der Seite attackiert, hineingestoßen werden, um sich wieder zu entfernen, wenn die Gelegenheit vorüber ist. Die Rolle der speziellen Intellektuellen war zuletzt gut beobachtbar, nicht nur auf den vielen Umweltgipfeln und in den im neuen Protestpotenzial von Seattle bis oder bei Attac, sondern auch in der jüngsten Affäre um den Bundesbanker Sarrazin, in der ein Artikel und ein Interview von Biologen, Genforschern, Statistikern, Entwicklungspsychologen und Begabungsforschern das andere jagte. Das ist ganz interessant. Das ist ein neuer Typus der Diskussion, der plötzlich durch die Feuilletons ging, ja. Und die ganzen Spezialisten auftraten, und man merkte es auch, sie bewegten sich noch in einem ungewohnten Medium. Ja, sie mussten sich sozusagen im Feuilleton, einem Massenpublikum, irgendwie verständlich machen, einem relativen Massenpublikum zumindest, nicht dem Publikum, mit dem sie sonst zu tun haben. Ja, und da wurde die Debatte jetzt, also das ist eine typische Debatte für die für den speziellen Intellektuellen charakteristisch ist. Also schlicht gesagt den Spezialisten, der öffentlich auftritt. Und zwar mit seinem Spezialwissen. Ja, während bei Sartre es ja so ist, dass der berühmte Intellektuelle, der berühmte Spezialist öffentlich auftritt, um aber über alles zu reden. Ja, und über das Ganze, über etwas ganz anderes zu reden, nämlich über etwas zu reden, wovon er eigentlich nichts versteht. Ja, oder jedenfalls wofür er nicht sozusagen seine Fachkompetenz hat, sondern damit auch redet eigentlich wie jeder Bürger. Aber umgekehrt
muss natürlich der spezielle Intellektuelle, wenn er als Bürger zu Bürgern redet, sich ebenso der Kritik eines jeden stellen. Ja? Also er ist sozusagen auch dem öffentlichen Diskurs ausgeliefert. Nun, im Streit um allgemeine Interessen, die das soziale Zusammenleben in nationalen, regionalen und globalen Gemeinschaften betreffen, nehmen Intellektuelle nicht als Psychologen, Statistiker, Soziologen, Philosophen, Schriftsteller, Musiker, Erziehungswissenschaftler, Kernforscher oder Mediziner teil, sondern als allgemeine, politisch redende und handelnde Akteure. Egal in welcher Rolle, nun der des Allgemeinen oder des speziellen Intellektuellen. Sie mischen sich inkompetent wie jeder andere auch, aber im Namen verallgemeinerbarer Normen in laufende Konflikte ein oder treten sie gar los. In dieser Rolle handeln sie immer noch als allgemeine Intellektuelle, die glauben, ein krisenhaftes Symptom identifiziert zu haben und hoffen, die Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung darauf lenken zu können. Auch Foucaults und Luhmanns große Wirkung verdankt sich nicht allein oder überhaupt nicht ihrer Tätigkeit als Spezielle, sondern als allgemeine Intellektuelle. Aber es ist schon lange nicht mehr so, dass die Wissenschaft die guten Argumente liefert und die Politik nur noch die Panzer einsetzen oder die Gesetzgebungsmaschine anschmeißen müsste, um sie zu verwirklichen. Das hat schon bei Platon nicht geklappt und ist in Jahrhunderten intellektueller Fürstenerziehung von Thronfolger zu Thronfolger immer von Neuem gescheitert. Mittlerweile nötigt die Demokratisierung der intellektuellen Rolle und des öffentlichen und der öffentliche Dauerstreit der wissenschaftlichen Gutachter, Wähler und Gewählte, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Die Intervention des Allgemeinen ist von der häufiger werdenden des oder der speziellen Intellektuellen keineswegs verdrängt worden. Sie kommt nun jedoch von allen Seiten und schon lange nicht mehr nur von denen, die nicht nur gut ausgebildet sind, sondern unmittelbar zur Produktion kulturellen Wissens beitragen, also die Bücher schreiben. Sie hat sich von der spätklerikalen Figur des Großintellektuellen verabschiedet und ist dadurch immer unberechenbarer geworden. Das hat die alten, noch halb feudalen Asymmetrien zwischen dem Weisen und Seher auf der einen, dem Staatenlenker auf der anderen Seite ebenso verschliffen wie diejenigen zwischen Zeit und Bild. Der Boulevard, auch er muss mit den Effekten des Erziehungssystems, eines Erziehungssystems, das 30% der Bevölkerung mit Hochschulabschlüssen versorgt, fertig werden. Der Boulevard wird reflexiv und ironisch und der Qualitätsjournalist zum populistischen Agitator. Die Frau aus dem intellektuellen Feuilleton geht zur Bildzeitung. Der Talkmaster wird Feuilletonchef einer sogenannten Qualitätszeitung, und im Internet mischen sich alle Diskurse und nur diejenigen bleiben draußen, die keinen Anschluss ans Netz haben. Die bleiben aber auch überall draußen. Der Hartz-IV. Die Intellektuellen haben in der Wissensgesellschaft trotz der sozial, sachlich und zeitlich höchst ungleichen Verteilung des Wissens kein Wissensprivileg mehr. In der deliberativen Demokratie, wo sie halbwegs funktioniert, bedarf es nicht mehr der Intellektuellen, um die universellen Prinzipien der Moral und des Rechts gegen dumpfe Vorurteile zur Geltung zu bringen. Wenn nur lange und frei genug diskutiert wird und auch komplexe Argumente, die von jedem kommen können, vorgetragen und gehört werden, kommt von allein genug Intellektualität zum Zuge, sodass eine gute Chance besteht, dass die jeweils zur Diskussion stehenden Vorurteile, schon von selbst zerfallen, um sich freilich in der nächsten Ecke neu zu bilden, mit und ohne intellektuelle Anleitung. Aber im nächsten Konflikt geht es wieder los, und wenn wir Glück haben, macht die Selbstaufklärung des Massenpublikums dabei sogar Fortschritte. Nicht nur die Tea Party hat 30-50% auf ihrer Seite, auch die Occupy Wall Street Bewegung, die es auf 99% bringen möchte, hat sicherlich dieselbe Zahl
von 30-50%, wenn nicht mehr, auf ihrer Seite. Die Stimme des Intellektuellen ist zwar zu einer unter vielen geworden, sie hat aber darüber ihre besonderen Qualitäten, das Bündeln von Argumenten, das Zuspitzen von Polemiken, das Aufspüren des Neuen, die ironische Zäsur, die welterschließende Kraft, den fanatischen Fundamentalismus, die brillante Rhetorik und die überzeugende Argumentation nicht verloren. Aber das ist nicht mehr das Privileg einer bestimmten akademischen Klasse. Die Leute haben es satt, sich von Politikern oder Intellektuellen wie Kinder behandeln zu lassen oder wie es im immer wiederkehrenden Politikerjargon heißt, wie Menschen draußen im Lande. Übrigens ist diese Formulierung, die früher Standardrepertoire war, Menschen draußen im Lande verschwunden. Aber die Politiker ringen ständig, wenn sie über diese da draußen reden, ringen ständig über Ersatzvokabular und reden dann von den Menschen oder irgend so etwas. Also sie müssen sozusagen ein Ersatzvokabular dafür finden, um diese Innen-Außen-Beziehung zu thematisieren. Und so bleibt es immer das Gleiche, die Menschen draußen im Lande. Grass und Böll sind nicht mehr ihre Sprecher, die lediglich ihre bessere Seite repräsentieren würden. Und das gut so ist, muss man, glaube ich, nicht erst sagen. Auch Intellektuelle haben dumpfe Vorurteile und nicht nur Thilo Sarrazin. Man kann sich auch in die eigene Nase fassen. Auch Intellektuelle haben dumpfe Vorurteile und umgekehrt ist auch das Stammtischpublikum gebildet. Aber anders als die speziellen Intellektuellen, die sich bei der immer kontroverseren Einschätzung ganz auf ihre Fachkompetenz stützen müssen und alle Fragen allgemeinen Interesses ausklammern, gilt das Interesse der allgemeinen Intellektuellen der symptomatischen Wahrheit, die ein bloß verdrängtes und beschwiegenes gesellschaftliches Krisenphänomen sichtbar macht. Dieser Ausdruck symptomatische Wahrheit ist ein Ausdruck, den der Slavoj Žižek verwendet und er bezieht sich auf die Psychoanalyse dabei, die Wahrheit, die in einem Symptom verborgen ist. Und davon möchte ich jetzt im Schluss meines Vortrages noch ein Beispiel bringen und darüber reden, dass sie aktuell ist. Diese symptomatische Wahrheit bricht nämlich mit einem hegemonialen Konsens, über den nicht geredet wird in der Regel. Wenn alle, die den hegemonialen Konsens definieren, sich darauf geeinigt haben, dass, wie Joschka Fischer es nach seiner realpolitischen Wende immer ausdrückte, das Axiom aller Reformpolitik ist, dass alles geändert werden kann, aber am Kapitalverhältnis nicht zu rütteln ist. Das war Fischers Rede seit Ende der 70er Jahre. Ja, bei jedem Treffen in Frankfurt, ich war da selber mittendrin, bei jedem Treffen in Frankfurt war das die ständige Formel, du kannst alles ändern, aber nicht das Kapitalverhältnis. Erinnert die Stimme des Allgemeinen, wenn sozusagen der hegemoniale Konsens sich darauf so festzurrt, dass daran nicht mehr zu rütteln ist, erinnert die Stimme des Allgemeinintellektuellen daran, dass es dann nur noch eine wirklich radikale Option gibt, dem Elend und der Verzweiflung, dem Unrecht und der Ausbeutung des globalen Kapitalismus überhaupt etwas entgegenzusetzen. Und das ist die Wiederaufnahme der radikalen Kritik am Kapitalverhältnis. An der globalen Wirtschaftskrise ebenso wie an der Teilkrise des Euro zeigt sich die untergründig abgründige Diskursmacht des Hegemonialen, des Konsenses vor laufender Kamera. Keine Theorie wurde je so schlagend widerlegt wie die neoliberale Wirtschaftstheorie der späten Freiburger und vor allem der jüngeren Chicagoer Schule. Trotzdem hat sie, kaum war 2008 nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers der erste Schock vorüber, ohne Schaden zu nehmen, überlebt und regiert immer noch die Welt. Denn gerade jetzt handelt alle Welt nach dem Muster der neoliberalen Episteme. Deren Hegemonie ist vielleicht einer der größten Siege, den spezielle Intellektuelle
die Intellektuellen kommen eben nicht nur von links. Ja, deren Hegemonie ist vielleicht einer der größten Siege, den spezielle Intellektuelle im öffentlichen Leben der Weltgesellschaft je errungen haben. Übrigens, dass Intellektuelle von verschiedenen politischen Fronten kommen, ist in Deutschland nicht so selbstverständlich gewesen, weil in Deutschland haben die rechten Intellektuellen sich eigentlich als Anti-Intellektuelle präsentiert. Das ist in Amerika nicht der Fall. Also die Neokonservativen betrachten sich genauso als Intellektuelle wie die anderen. Ja, das ist eine sehr deutsche Tradition, dieser Hass auf die Intellektuellen, also sehr spezifischer Hass. Ja. In anderer Form gibt es das auch in Amerika, aber nicht zwischen den Intellektuellen eigentlich. Ja. Also die Kongressabgeordnete hat einen ganzen Satz an anti-intellektueller, auch anti-akademischer Rhetorik drauf. Ja. Deswegen, wenn jemand einen Doktortitel gefälscht hätte, das wäre in Amerika überhaupt kein Problem. Ja. Und das... Ich meine, Gott sei Dank ist es hier ein Problem geworden. Aber gut, nehmen wir einmal die Regierung Großbritanniens, der USA und Deutschlands, der ja der kontinentaleuropäische Hegemon ist, als Beispiel für diese Kraft dieser neoliberalen Episteme. In den USA wird die Regierung Obama trotz abflauenden Wachstums und drohender Deflation von der geballten Macht der Wall Street und den religiösen Fundamentalisten der Republikanischen Partei, zu deren Glaubensbekenntnis die neoliberale Wirtschaftstheorie gehört, zu radikaler Austerität genötigt, obwohl absehbar zu sein scheint, ich bin kein Ökonom, dass dadurch die schlimmste aller Krisen, die Deflationskrise, heraufbeschworen wird. Wenn Großbritannien glaubt und macht die neokonservative Partei, die unter Cameron an der Macht ist, dasselbe, auch ohne religiösen Fundamentalismus, spart sie das Land zu Tode, einfach deshalb, weil sie die Partei der City of London, und das heißt des dabei gut verdienenden Finanz- und Konzernkapitals, geworden ist, seit Thatcher. Hier ist das herrschende Interesse offenbar so stark, dass der täglich klarer werdende Zusammenhang von Austeritätspolitik und Staatsdefizit verdrängt werden kann. Je mehr er spart, desto größer werden die Schulden des Staates bei ausbleibendem Wachstum. Und in Deutschland regiert eine an sich durch und durch sozialdemokratische CDU zusammen mit einer neoliberalen Splitterpartei, auf die sie keine Rücksicht mehr nehmen muss. Und was macht, also 1% war das in Berlin, glaube ich. Und was macht der europäische Hegemon? Er zwingt die Peripherie zur Austeritätspolitik und damit in die Dauerinflation, in die Dauerdeflation. Das Machtgefüge aus Banken wie der Deutschen Bank, trotz sozialdemokratischer Führung neoliberal programmierten internationalen Institutionen wie dem International Money Fund und national verengten Handlungsspielräumen, nötigt nämlich auch diese Regierung zur Wahl derselben neoliberalen Rezepte. Sogar China folgt mittlerweile diesem Weg. Und Obama ruft verzweifelt Merkel an, sie möge doch tun, wozu ihm die Hände gebunden sind, die Konjunktur ankurbeln, Geld in die Wirtschaft pumpen, Arbeitsplätze schaffen, um die Weltwirtschaft, an der auch Splendid Isolated Germany auf Gedeih und Verderb hängt, vor dem Absturz zu retten. Verdrängt, und das ist ein Verdrängungsmechanismus, verdrängt wird hier vor allem die Ohnmacht des Nationalstaats, der nach wie vor alle Exekutivgewalt, aber immer weniger Legislativ- und Judikativgewalt in seinen Händen hält und doch nichts mehr tun kann. Die Krise, der große Vereinfacher, hat den Staat im Jahr 2008 noch einmal als starken Retter erscheinen lassen, um ihn schon im nächsten Augenblick im letzten Hemd stehen zu lassen. Noch so ein Sieg und wir sind verloren, schreibt der Kölner
Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler Wolfgang Streeck. In der großen Krise, die 2008 begann und noch lange nicht zu Ende ist, hat der Nationalstaat nämlich den immer noch erheblichen, aber, und das war entscheidend, schon nicht mehr manövrierfähigen Rest seiner Handlungsfähigkeit und Gestaltungsmacht eingebüßt. Um es in der einfachen Sprache der Krise zu sagen, der mächtige und reiche nationale Wohlfahrtsstaat westlicher Hemisphäre, der mächtige und reiche Wohlfahrtsstaat des Westens hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Mit der marktwirtschaftlichen und offensichtlich auch planwirtschaftlich unaufhebbaren Krisentendenz des Kapitals fertig zu werden. Er kann, also mit der inhärent katastrophischen Tendenz des durch kaum etwas anderes substituierbaren, insofern hat Fischer nicht ganz unrecht, marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Wirtschaftssystems. Der Staat kann Milliarden in die Wirtschaft pumpen und davon hatte er bis vor kurzem mehr als jeder andere Global Economic Player, oder er kann statt dem Kapital mit dem Zuckerbrot seiner fast endlosen Kreditwürdigkeit zu winken, zur Peitsche des Gesetzes greifen und kostenfrei in die Wirtschaft intervenieren. Er kann die Geldströme regulieren, abschöpfen, umlenken. Er kann Banken zerstückeln, verstaatlichen, eine enge Kette aus Gesetz und Verordnung legen. Er kann das Regime des Kapitals dem Regime der Staatsmacht unterwerfen. Er kann dem systemisch selbstsüchtigen Kapital das allgemeine Interesse aufnötigen. Aber nur, wenn der Staat die Wahl hat, zu zahlen oder zu zerstückeln. Genau diese Wahl hat und hatte er in der gegenwärtig anhaltenden Krise nicht mehr. Regulieren, zerstückeln, verstaatlichen, anreizen, anketten, abschöpfen, geht in den Größendimensionen einer funktional differenzierten und systemisch geschlossenen Weltwirtschaft, wenn überhaupt, nur noch durch kontinental und global koordiniertes, kooperatives Handeln, dass man in dem jeweiligen Segment nicht mehr vage Regieren, Governance, sondern präzise Regierung, Government nennen sollte. Da die nationalen Regierungen trotz einiger Bemühungen und Erfolge dazu weder in Europa noch global in der Lage waren, blieb dem reichen und mächtigen Segment der Staatenwelt nur noch die Option, Geld in den Kreislauf zu pumpen und den Götzen anzubeten, er möge die richtigen Effekte eintreten lassen. Ohne Alternativen kann man aber nicht mehr planmäßig handeln, sondern nur noch beten. Die den staatlichen Geldsegen lenkende und begleitende Peitsche des Gesetzes trifft das Kapital nicht mehr, sondern nur noch den Wind, der um die Erde fegt. So wie einst Xerxes in einer ähnlichen Zwickmühle das Meer auspeitschen ließ, der Perserkönig, der mit den Athenern sich angelegt hatte, Xerxes. Es hat ihm so wenig genützt wie dem Präsidenten Obama oder der Kanzlerin Merkel das leer gewordene Gerede von globaler Regulierung ohne Regierung. Warum ist der Neoliberalismus nicht tot? Ein intellektuelles Projekt, das über Jahrzehnte gewissermaßen in der Isolation schlummerte und auf die Stunde wartete, indem es sozusagen eine große politische Strömung fand, die sich dem anschloss und es durchsetzte, nämlich die Regierungen Reagan und Thatcher in zwei der wichtigsten wirtschaftlichen Mächte der Welt, nämlich Großbritannien und den USA, natürlich der wichtigsten. Warum ist der Neoliberalismus nicht tot, obwohl er doch so widerlegt worden ist wie die aristotelische Theorie durch Galilei? Vielleicht tatsächlich, wie Colin Crouch meint, weil er die Gunst der Stunde genutzt und eine so gewaltige globale Konzern- und Bankenmacht aufgebaut hat, wie es sie in der Geschichte noch nie gegeben hat, während der Staat es nach 30 Jahren Neoliberalismus, in denen aus State-Embedded Markets Market-Embedded States wurden, also aus Märkten, die in die Staaten eingebettet sind und von ihnen reguliert werden, in Märkte eingebettete Staaten geworden ist. Das ist die Dramatik der Situation. Ja, eine richtige Umkehrung dieser Lage. Daran sieht man eigentlich die Schwäche
in der dieses staatliche System sich befindet, verlernt hat, dass der Staat einfach in dieser Zeit verlernt hat, ohne die Krücken der Private-Public Partnerships, ohne den Rat der Deutschen Bank, der City of London, der Wall Street-Giganten, ohne die Unsummen an Beratungsgeldern, die aus den Gewinnen der Versicherungsgesellschaften in die Taschen der Abgeordneten fließen, also in den USA, zumindest paradigmatisch, ohne die dauernde Finanzierung der Nachfrage durch die private Überschuldung verarmter Mittelschichten, ohne die Überschwemmung des Landes mit faulen Immobilienkrediten überhaupt noch gehen und handeln zu können. Colin Crouch spricht auch von der Umstellung eines staatsfinanzierten Keynesianismus zu einem konsumfinanzierten Keynesianismus. Das heißt also, die Schulden, die der Staat macht, die Schulden macht der private Konsument. Ja. Die Kreditkarten, die Häuserkäufe und so weiter. Ja. Das heißt also, genau das, was sozusagen die Wachstumsimpulse liefert, kommt von den Konsumenten. Aber die Schulden verschwinden nicht. Sie werden nur von gewissermaßen von oben nach unten umverteilt. Ja. Sie werden von Staat auf den Konsumenten abgewälzt. Also die Mängel des alten Keynesianismus werden eigentlich dadurch nicht aufgehoben, sondern um ein Vielfaches verstärkt. Nun, was man aber verlernt hat, und der Staat hat verlernt, so zu handeln, ja, und er kann es auch nicht mehr, weil er zu klein ist, weil er nicht mehr an das globale Kapital rankommt. Was man verlernt hat, ist weg, und jetzt ist das Geld auch noch weg. Wenn der Staat nicht mehr die Wahl hat zwischen Zuckerbrot und Peitsche, hat er keine Wahl mehr und muss zahlen. Er ist erpressbar geworden. Die Jungs von General Motors wissen das, fliegen in ihren hochgerüsteten Privatjets nach Berlin, nehmen am Abend die Bundesregierung in Geiselhaft, setzen ihr die Pistole auf die Brust und sagen, wenn ihr nicht zahlt, seid ihr morgen tot. Natürlich haben sie gezahlt und immer wieder gezahlt und ihr letztes Geld, unsere schönen Steuergroschen, dahingegeben, wo es von ihnen verlangt wurde. Die Regierung konnte auch gar nichts anderes mehr tun. Die self-fulfilling prophecy von Margaret Thatcher ist wahr geworden. There is no alternative. Der Staat sah, als er mit den Scheinen wedelte und die großen Schecks zückte, noch einmal ungemein handlungsfähig aus, war aber längst ohne Alternative. Er konnte das Steuer nicht mehr rumreißen und musste zahlen. Kommt die nächste Krise schon in ein paar Jahren oder das nächste große Nachbeben der gegenwärtigen in ein paar Tagen, dann steht auch den reichen Ländern der OECD-Welt der Staatsbankrott bevor. Und das ist es ja, was sich jetzt sozusagen von den Rändern in Europa ausbreitet, dass die unbegrenzt kreditwürdigen reichen Staaten plötzlich in diesen Strudel reingeraten, nicht mehr kreditwürdig zu sein. Als ich das, diese Sätze hier, diesen Teil dieses Vortrages, als ich das im Februar 2011 schrieb, war der Angriff der Großbanken und Hedgefonds gegen den Euro erst bis Spanien vorgedrungen. Und die neuen großartigen Stabilitätsmechanismen des Sommers 2011, die kaum einen Tag Verschnaufpause brachten, noch gar nicht beschlossen. Und jetzt sieht es trotz des ersten größeren Haircut so aus, als würden wir nicht mehr über eine Krise reden, die sich, wie Paul Krugman unlängst in der New York Times schrieb, über 1-2 Jahre langsam aufbaut, sondern jederzeit mit der ganzen Wucht einer globalen Kernschmelze über uns hereinbrechen könnte. Ende des Zitats. Weil das sogar die borniertesten Politiker verstehen müssten, spricht jetzt endlich auch die Stimme des Hegemon von europäischer Wirtschaftsregierung und über darunter allerdings etwas sehr Vages meinend, europäische Wirtschaftsregierung und überlässt die Governance den Lehrbüchern der Politologen. Auch wenn das Ergebnis der europäischen Regierungsbildung im unregulierten Ausnahmezustand nicht sehr demokratisch ausfallen dürfte, so muss es doch jetzt öffentlich sichtbar ausgesprochen werden. Klartext ist unvermeidbar geworden, denn jeder weiß, was eine Regierung ist. Das ist die Stunde der Intellektuellen und mehr noch die Stunde neuer sozialer Bewegungen. Und es gibt plötzlich diese Bewegungen in Spanien, in New York. Überall
heißt es in mehr oder minder denselben Worten, Occupy Wall Street, we are 99%. People of Europe unite stand schon ein Jahr vorher in Athen auf der Akropolis. Von solch unerfüllbarem Verlangen abgesehen, schweigt die Bewegung und sie wird beschwiegen. Das ist eines der auffälligsten Merkmale, dass die Politik praktisch nichts mehr zu sagen hat, die Bewegung aber auch nichts sagt, sondern nur sagt, wir haben es satt. Ja, und wir wollen an die Ursache dieses Problems ran. Die Ursache ist ja relativ klar erkennbar. Aber die Ursache ist genau das, was kollektiv beschwiegen wird. Genau das hat die neoliberale Episteme geschafft, dass über das Kapitalverhältnis überhaupt nicht mehr geredet werden kann. Jetzt kommt es darauf an, die symptomatische Wahrheit offenzulegen, die im doppelten Schweigen, dem Regressiven der politischen Klasse oder der politischen Elite, wie sie sich auch gerne nennt, und dem Progressiven perspektivloser Jugendlicher, die von Kairo bis New York in stetig wachsender Zahl besser und länger ausgebildet sind als je zuvor. Jetzt kommt es aber an, die symptomatische Wahrheit offenzulegen, die in diesem doppelten Schweigen der politischen Klasse und der protestierenden, meist Jugendlichen, zum Ausdruck kommt. Es ist die symptomatische Wahrheit, dass alle Reformen scheitern müssen, die das Kapital und seine Verhältnisse jeder Kritik und jeder alternativen Option und sei sie noch so immanent entziehen. Eine Politik, die Roosevelt in den 1930er Jahren begonnen und erfolgreich durchgesetzt hat, ist heute zur Utopie geworden. Beim Insistieren auf symptomatischer Wahrheit geht es nicht mehr um längst verblasste Revolutionsfantasien, ums letzte Gefecht und den großen Plan der marxistischen Geschichtsphilosophie, den alten allgemeinen Intellektuellen, wohl aber kann die nur mehr negative Wahrheit des Symptoms das machtpolitische Scheitern intellektueller Figuren wie Joschka Fischer exemplarisch erklären. Wer immerhin die politische Einigung Europas bis zum französischen Verfassungsreferendum vorangetrieben hat, scheitert am Ende genau daran, dass sich die europäische Bürgerschaft nicht vollends und ungefragt dem Kapitalverhältnis ausliefern wollte. Die Bolkestein-Richtlinie hat die ganze Sache ja offenbar gemacht und dann zum Kippen gebracht. Das Verdrängte kehrt zurück und wenn wir Glück haben, verschieben sich diesmal die Gewichte zugunsten der vom System befreiten Willensbildung von Europas Völkern, die längst eine Bürgerschaft sind, ohne es indes zu wissen. Und jetzt, heute gerade in der Süddeutschen Zeitung, die ich im Zug gelesen habe, schreibt es auch Joschka Fischer mit weniger als den Vereinigten Staaten, schreibt von Europa, schreibt er, wird das drohende Desaster kaum abzuwenden sein. Freilich wird das ohne eine neue Rolle des Europäischen Parlaments kaum zu machen sein, wenn dieses neue aus der Not geborene Europa noch ein demokratisches Europa sein soll. Dankeschön.